blub, blub, blub. Und noch einer. So. Und genau das die Hacke kaputt. Wunderbar. Hat doch alles gepasst. Alles präzise ausgerechnet. Ich setze erstmal nur so einen Rand hier rum. Damit ich halt weiß, wo ich jetzt hier zumindest die Blöcke raufstellen kann. Den Boden können wir dann immer noch später mal ziehen, weil dafür habe ich nicht genug Holz dabei. Das würde nämlich einen Riesenteil von meinem Holzvorrat gerade verbrauchen. Ups. Und vielleicht werde ich den einfach aus Birkenholz machen, ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich glaube, wir werden ja auch noch ein tausendmal hier was rumprobieren, da bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt müssen wir überlegen, wie wir es am besten machen. Das ging hier hoch. Gute Frage, nächste Frage. Den auf jeden Fall, das ist schon mal ganz gut. Und der hier. Und der kommt dann hier in die Mitte. Da würde der jetzt hier hinkommen. Und dann kommen die beiden hier hin. Gott. So, was machen wir hier? Dann kommt der hier. Hier hin, ja. Ups. Und. Okay, der hier ist ja im Prinzip der hier. Dann müsste ja dann das hier hinkommen. Weil die beiden hier vorne, die fehlen ja halt auf der Vorderseite da. Die müssen wir jetzt hier ein bisschen anders machen. War es ganz einfach. Einfach so. Oder? Ja, ne? Sieht doch eigentlich ganz akzeptabel aus. So, dann kommt der hier hin. Und hier geht's weiter mit dem. 2, 1. Da unten warten sie schon alle. Die kleinen Miststücke. Warte mal kurz. Ich hab bestimmt irgendwas falsch gemacht. Genau, jetzt seht ihr auch schon. Der hier muss weg. Der muss leider weg, der kommt jetzt hier hin. Okay, 2, 2, dann kommt der hier, dann kommt wieder hier drüben 1, 2 und 1, 2, ja, das passt auf jeden Fall. Ja, so kommt, boah, ich springe fast in den Tod. So können wir es auf jeden Fall weiterführen. Gut, jetzt wieder 2. 1, 2 und 1, 2. Gut, und jetzt ziehen wir es einfach nur noch höher. Das ist ein Block hoch, wir machen die Ebenen immer 4. Das heißt noch 1, 2, 3 rauf. Na, das wird doch. Und ich bin froh, dass wir es noch gemacht haben. Das wäre noch ärgerlicher geworden, wenn man halt die fertiggestellt hätte dann zum Schluss und dann gemerkt hätte, mein Gott, sieht das scheiße aus, machen wir nochmal neu. Dann lieber gleich am Anfang. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ne? Ganz nach dem Motto. Nein! Ah, ich wollte gerade wechseln, aber es irgendwie nicht geschafft. Und die nächste Etage, da muss ich auch schon mal überlegen. Die wird dann nämlich noch enger, noch enger und noch enger. Und da werde ich, glaube ich, dann weniger von dem Holz hier, von diesem abgebauten Holz hier verwenden. Und mehr Planken. Glaube ich zumindest. Ich weiß noch nicht ganz genau.
Wie sieht's echt von oben aus bei der Nacht? Nie gesehen. Oh nein, ich habe mir damit angeguckt. Scheiße. Scheiße. Ich wollte ihn gar nicht angucken. Scheiße, scheiße. Ich hab... Oh, fuck, ey. Ist er jetzt böse auf mich, oder? Nein, nein. Nein. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Der wartet jetzt garantiert hier unten irgendwo, oder? Ich hätte ihn nicht angucken dürfen, verdammt. Jetzt kann ich nicht weiterbauen. Er spawnt da oben und haut mich da runter. Gott. Enderman. Das ist ein Feld kaputt. Wieso? Können eigentlich so Mobs, allgemein alle Mobs, ob gut oder böse, können die, Zeug, wenn die zerstören einfach? Also die Felder jetzt? Wenn die da oben drauf, da drauf rumrennen oder so, oder geht das nicht? Weil ich bin da eigentlich nicht drauf gelaufen. Bin ich der Meinung. Deswegen wundert mich das gerade ein bisschen, dass es auf einmal kaputt ist. Müsste ich auch mal googeln. Und sonst müssten wir halt alles ein bisschen... Ja, ist falsch. Ein bisschen einzäunen. Dass er halt nichts mehr rauflaufen kann. Na. Gut, das sind jetzt hier hoch. Jetzt geht's noch eine Etage höher. Wie machen wir das am besten? Erstmal wieder hier Rand reinziehen. Den Rand reinziehen. Da geht uns das Holz. Mann, was mache ich denn hier für eine Scheiße? Ah. Ich bin echt arm, zieh alles mit der Hand ab. Finde ich das, der kann man noch. Und jetzt wird langsam auch ziemlich eng, jo. Obwohl, es geht eigentlich noch. Es ist noch im grünen Rahmen. So, wie machen wir das jetzt? Ziehen wir das noch weiter rein? So, oder was? Überall so einmal rum. Ah, da, das ist natürlich jetzt auch blöd. Hier kann ich es natürlich machen, aber das ist natürlich so, dass vorne es anders gebaut ist. Da müsste er eigentlich dann, wenn es wirklich synchron sein soll. Weil jetzt zum Beispiel hier habe ich jetzt 1, 2, 3, 4 Zacken und dann kommen hier die Zweier. Ja? Hier sind es bloß 1, 2, 3 und dann kommen hier die Zweier. Dann müssten wir die jetzt eigentlich nach vorne setzen. Damit wir es jetzt von hier an dann synchron haben. Und irgendwo müssten dann auch die Windmühlenflügel rankommen. Mal gucken, setzen wir es einfach mal jetzt hier hin. Da drüben fehlt natürlich noch. Warum auch immer. 1, 2. Holz wird natürlich nicht reichen. Das hätte mich auch gewundert, wenn wir mal genug Holz da hätten. Machen wir das so. Das ist okay eigentlich, oder? Ich glaube, das. Damit könnte ich auf jeden Fall leben. Ein, dann kommen hier so ein Dreier wieder hin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Macht unser Feld jetzt kaputt. Ich will, guck mal, der hat echt eine Goldrüstung an. Geil. Den sieht man kaum hier drin im gelben Feld. Das ist die perfekte Tarnung eigentlich. Boah, die müssen echt krasse Muskeln so am Arm haben. Weil die ganze Zeit die Arme hochhalten müssen. Das ist echt schwer. Tag und Nacht die Arme umhalten. Ja, warum verbrennt der eigentlich nicht? Der steht doch gerade hier nur so ein bisschen im Stroh drin, oder? Die Sonnenstrahlen müssen ja eigentlich verbrennen.
Und der hat von oben auch gar keinen Kopf, sehe ich. Das ist kopflos. Das ist ein kopfloser Zombie und hat trotzdem einen Helm auf. Das ist geil. Wurde noch nie gesehen. Oh Mann. So, ich muss noch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht runterfall. Und noch ein bisschen weniger quatschen. Eins, zwei. Mann, ich will jetzt noch mehr Holz haben. Muss gleich wieder runter und das kostet einfach Zeit. Wir haben auch kaum Bäume hier. Okay, ein paar sind wieder gewachsen, das ist aber nicht wirklich viel. Ey, ich müsste jetzt da hinten hingehen, zu dem Baum, zu dem Wald. Tannholz haben wir hier genug, aber das kann ich jetzt nicht dafür verwenden. Das ist nämlich dunkler und das sieht dann scheiße aus. Wenn es hier oben auf einmal dunkler wird als der Rest. So, jetzt ist das auch leer hier. Nehmen wir mal hier die Hälfte vom Stack weg. Und nochmal einen nach oben, dann haben wir vier. Dafür reicht es sogar noch für die Etage hier. Ich dachte gerade, der Creeper also liegt auf dem Boden und zieht sich so lang wie so eine Raupe. Das sah von hier oben gerade so aus, dass er halt so schwimmt oder so. Im Gras natürlich. Ist ja ganz klar. Ganz klar. So, hätten wir das auch geschafft. Jetzt springen wir einfach mal runter. Boah, nee. Au. So. Bauen wir auch mal weg hier. Das Ding ist auch hässlich. Der lebt ja immer noch. Wo ist denn dein Freund mit der Rüstung? Den will ich gerne mal sehen. Wir haben sogar eine Hoe dabei. Das ist wunderbar. Dann kann man nämlich gleich das Loch wieder flicken. Das war doch hier irgendwo. War das hier hinten? Scheiße, wo waren das? Hier irgendwo war ein Loch auf jeden Fall. Das habe ich gesehen. Verarschen. Scheiß drauf. Ach, wie sieht denn das überhaupt aus? Ja, ich müsste da oben jetzt schon der Steinrahmen kommen und dann halt schon zum Dach hinleiten. Und da müssen wir mal sehen, wie wir am besten das mit den Windrädern halt engagieren, wie das denn aussieht. Wie wir die am besten bauen. Ich glaube, dafür brauchen wir Wolle. Und wir haben noch gar keinen. Wir haben noch nicht ein Schaf hier. Müssen wir mal ein Gehege anlegen für die Schafe. Ach, ja, stimmt. Halt ganz vergessen, dass die Hacke wieder kaputt ist. Die Axt meine ich natürlich. Ich glaube, ich werde einfach jetzt mal ein Gehege anlegen, denn. Und das Gehege wird jetzt nicht viereckig wie sonst, sondern ich mache es mal so ein bisschen. Bisschen anders. Ich glaube, die Kühe werden irgendwann auch noch umziehen, weil hier vorne gefallen mir die noch nicht so. Müssen wir genau sehen, wo die hinkommen. Da überlege ich mir noch was. Ich würde sagen, die Schafe, die kommen hinten so halt zum Richtung Feld hin. Müssen wir mal genau gucken. Hier der kleine Teich kommt auch noch weg. Der gefällt mir hier gar nicht. Der passt doch überhaupt nicht rein. Hier die Schlucht, ey, das geht auch nicht. Ich werde mal ein paar Zäune holen, ein paar Zäune craften und ein bisschen Erde mitnehmen und dann legen wir hier mal ein bisschen was an für die Schafe. Obwohl ein bisschen höher müssten wir eigentlich noch.
Muss ich mal kurz überlegen, was wir am besten machen. Ich meine, das Dach kommt ja noch rauf. Ist die Frage, wie hoch das Dach noch wird. Und ob wir jetzt schon die Windräder, die Verbindung jetzt hier ransetzen, an den beiden Holzdingern, die nebeneinander sind, die ich gerade drauf visiere. Ja, ne, da müsste es eigentlich ran in der Höhe, ist ja ganz gut. Werden wir denn sehen. Wollen wir noch ein bisschen hier, das reicht überhaupt, das reicht bei weitem nicht. Das kann man gleich komplett vergessen. Was können wir hier noch ablegen? Spinnauge kommt das eigentlich nochmal rein, hier nicht. Hier auch nicht. Hä? Werden irgendwo Spinnaugen reingelegt? Geil. Kommt jetzt einfach hier rein. Holz brauche ich. Ganz viel Holz. Holz, Holz ist hier. Ein paar Zäune haben wir auch noch. Den nehmen wir auch mit, den nehmen wir auch mit. Müssen uns nämlich auch noch gleich ein paar, zumindest ein Tor bauen. Das macht man ja so. Und der Rest wird halt zu Fenstern weiterverarbeitet. Nee, ist natürlich falsch. Ach so, war das genau so, ja. 44 reicht, glaube ich, noch nicht ganz. 58, komm einfach alles. Scheiß drauf. Wir gehen dann sowieso die Holz sammeln. Ich kann ja gleich mal ein paar Äxte machen. Machen wieder zwei Stück. Eisen haben wir erstmal genug da. Ich glaube, zum nächsten Enchanten warte ich jetzt wirklich wieder ab, bis ich Level 30 bin. Macht, glaube ich, einfach mehr Sinn. Achso, die Kühe. Können wir nochmal kurz... Ach, holen wir noch ein bisschen Stroh und dann rennen wir nochmal schnell durch. Durch das Gehege. Ja, die Kühe müssen wir irgendwie umsiedeln. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das am besten machen. Hallo. Jetzt kommt's allein. Boah. Das ist eigentlich voll die Verschwendung. Ich muss aber das einmal raufklicken, aber ich zieh's einfach alles hier durch. Jawohl, Level 10. Das ist mir voll wie Sau hier. Noch ein paar EP. Da ist noch einer. Level 12. Oh, geil. Eben noch Level 9 gewesen. Oh, sei ich für so kleines Gehege eigentlich für die ganzen Kühe hier. Ah, ja. Die Kühe. Oh, wie sieht es eigentlich von der Seite aus hier? Ich habe es auch bloß von der gesehen, aber von der hier hinten. Ah, oh, es geht. Schon ganz okay eigentlich. Na gut. Na gut. Jetzt habe ich natürlich den ganzen Dreck vergessen. Ich wollte den eigentlich hier mitnehmen. Zum Ausfüllen reicht es jetzt hier noch lange nicht. Egal. Loch filmen wir noch kurz hier. Ich hätte, glaube ich, auch einfach im Gehege einfach ein paar Bäume reinpflanzen, halt so ein bisschen größeres Gehege. So ein bisschen freiläufiger. Damit die auch nicht immer so aufeinander hocken, die ganzen Scheißschafe. So, machen wir das am besten. So, hier ein bisschen lang.